So, wir sind in Arkadien und nachdem es im letzten Video so gut geklappt hat mit dem Stier, kümmern wir uns diesmal um eine weitere Questreihe der Töchter der Artemis, nämlich um die Bärin Callisto. Ungewöhnlich schöne, unvergleichlich wilde Bärin Callisto. So, Alexios wurde auferlegt, ihr Feld zu rauben. So, auch hier wieder großes Areal, das heißt, wir haben viel Platz, um auszuweichen. Wieder einmal entschieden für die Distanzwaffe Speer. Und auch hier eigentlich hauptsächlich nutzen wir den Bogen, unsere Flammenfähigkeit. Könnte auch natürlich alternativ sagen, statt Flammenfähigkeit nehmen an Gift, je nachdem, wie ihr euren Fähigkeitsbaum aufgerüstet habt. Ich habe zu dem Zeitpunkt hier halt hauptsächlich die Flammen aktiv. Und das geht ja auch so ganz gut. Ja, generell, wie wir gern die Bären Callisto reagiert auch nicht großartig anders. Zuerst schlägt sie mit den Planken, irgendwann stellt sie sich halt hin und rast auf euch zu. Deswegen immer schön weglaufen. Habt ihr gerade gesehen, wenn ihr euch einmal erwischt, der Lebensenergiebalken, der ist dann schon recht schnell weg. Ja, da hinten kann sie gerne aufstehen und mit ihren Tatzen in den Boden sich krallen. Hauptsache sie uns erwischt uns nicht. So, ein bisschen Feuer, genau. Und nochmal die Bienen. Schnell wieder weg. Da hatte ich auch zuerst ein bisschen die Befürchtung, nachdem sie mal so in diese eine Richtung der Höhle gebrüllt hat, dass es ähnlich wie bei dem einen Eber war, dass denn da irgendwie auch vielleicht mehrere Bären rauskommen. Ist hier aber bei der Bären kannst du nicht der Fall. Die ist alleine. Die nimmt das alleine mit euch auf. So, jetzt müssen wir gleich wieder aktiv sein. Das machen wir auch, sobald wir irgendwie die Möglichkeit haben. Genau jetzt. So, Hälfte ist ja auch schon wieder runter von ihr. Und auch da ist es wieder so, dass wir am Ende des Tieres natürlich wieder das Fell einsammeln und dann zu unserer Daphne nach Phokis reisen. Und ganz stolz, voller stolzer Brust zu erzählen, hier, legendäre Tier erlegt, kannst eine weitere Kerbe reinmachen. Viele sind es nicht mehr. Und wir bekommen dann als Belohnung vielleicht noch Romanze wieder mit der Daphne. Löschen das eine oder andere Mal das Vergnügen mit ihr. Oder erhalten definitiv ein legendäres Ausrüstungsset von den Töchtern der Artemis. Auch ganz nice. Und wenn man halt alle Tiere erlegt hat, hat man halt einen kompletten Ausrüstungsgegenstand oder eine komplette Rüstung, eine komplette legendäre Rüstung von den Töchtern der Artemis und bekommt dann halt auch dafür die Trophy. So, zurück zur Bären Callisto. Die ist auf jeden Fall schon mal mächtig blutverschmiert. Wir sehen noch ganz gut aus hier mit unserem schönen Irokesenhelm. Noch hier wieder mal für die Wahlmöglichkeit, dass man theoretisch sagen könnte, wenn Zeitlupen-Modus kurz aktiv oder sie an euch vorbeispringt, mit der Nahkampfwaffe, also entsprechend Schwert oder ein Dolch irgendwie anzugreifen. Bei mir klappt das mir nicht ganz so gut, weil ich dann immer irgendwie das Gefühl habe, ich werde zu übermütig. Also, was heißt, ich habe das Gefühl, ich weiß, ich bin dann einfach zu übermütig. Das klappt dann zwei, dreimal richtig gut. Beim vierten Mal denkt man so, ach, ein Stückchen, ein Schlag geht noch, ein Schlag geht noch. So ein Ruckzuck, Tatze links, Tatze rechts und dann liegt Alexios da wie ein Marienkäfer auf dem Rücken. Und halt desynchronisiert nochmal von neu. Deswegen immer schön auf Entfernung, nochmal sicher gehen. Frisst ja kein Brot hier, ne? So. Na, da war eben zum Beispiel wieder die Möglichkeit, wenn man zu geneigt ist, drauf zu gehen. Kann man machen, muss man nicht. Da kann auf jeden Fall recht viel Vertrauen generieren. Finde ich aber ehrlich gesagt auch nicht schlimmer als der Stier aus dem letzten Video. Aber muss auch nicht jedes Mal immer stundenlang gehen, bis man das geschafft hat. So, einmal wieder Fell über die Ohren ziehen hier. Ort abgeschlossen. Sternbild Callisto, Bären Callisto, Questgegenstand. Jetzt wir die Karte aufrufen, erstmal aus dem Gebiet rausgehen, dass wir halt in einem sicheren Gebiet sind. Dann können wir die Karte aufrufen und dann auch per Schnellreise, sofern wir den Synchronisierungspunkt halt gesinkt haben, nach Phokis reisen, direkt über der Daphne. So, sichere Gebiet, Karte aufrufen, gerade schon gesagt. Jetzt gucken wir einmal wieder, wo war denn noch einmal die Daphne? Die ist in Phokis, die gute. Also weiter nördlich. Und dann haben wir hier den Tempel der Artemis. Moment, 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 viel zu weit nördlich. Oh, Stückchen noch, nee. Da ist Phokis und oben, 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 rechts, 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 Norden, 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 Süden, Süden, Süden. Da sehen wir es links. Ja, da ist er schon.
Da. Tempel der Artemis, Schnellreise. Dann brauchen wir nur noch runterhüpfen. Und dann wartet schon die Daphne auf uns, die uns wahrscheinlich wieder begrüßt mit den schönen Worten Beast Slayer. Und, ja. Gucken, ob wir recht behalten. Wir behalten recht, sicherlich. Achtung. Na. Beast Slayer. Beast Slayer, genau. Ja, können wir nachvollziehen. Wir sind auch froh, dich zu sehen. So, Nexus sieht wieder witzigerweise total anders aus. Ich weiß gar nicht, warum das in manchen Videosequenzen ist, dass er so indianermäßig geschminkt ist, denn unsere Ausrüstung war ja eine andere und auch in anderen Videos, wo wir ein legendäres Dialekt haben, war Alexos dargestellt mit der Ausrüstung, die wir aktuell anhaben. Wo da jetzt wieder viel im Spiel ist, keine Ahnung. So, der Reiz der Jagd. Na, Bussi Bussi? Bussi Bussi. So, hinterlasst sehr gerne einen Daumen, Kommentar zu dem Video. Sofern noch nicht geschehen, ein Abo. Ah, guck mal, da sind wir wieder komplett in unserer Ausrüstung. Ja, bis zum nächsten Video. Bis dorthin, euer Gamer Tindrake.